gar nicht mehr reden. Hallo Leute, ich möchte mich erstmal entschuldigen dafür, dass so lange keine Videos kamen. Und zwar war ich krank. Also so lange heißt eine Woche. Ich war krank. Und hatte auch keine Zeit. Und ich ringe mir jetzt alles ab, ein Video für euch zu machen. Tee, let's do this. Was ich heute erzählen werde, ist, wie ich mit YouTube angefangen habe, warum, was meine Story ist und so weiter. Das sagt ja schon der Titel. Und noch was, falls ihr das seht, hier an der Seite werden immer mal Links auftauchen. Das sind Videos auf meinen alten Kanälen. Wahrscheinlich nur auf einem. Ich weiß nicht, ob auf den anderen noch Videos sind. Aber da könnt ihr mal draufklicken. Das sind extra nur für euch zur Verfügung gestellte Videos, die eigentlich auf privat gestellt sind, die ihr euch echt dann mal angucken könnt. Und ja, solche Videos hatte ich früher online gestellt. Fun. Ich habe schon relativ früh angefangen, Videos zu machen. Ich war vielleicht 4. Klasse oder so. Und wir waren im Urlaub und es sind Videos entstanden mit meinem Vater, die unglaublich bescheuert waren, aber so typisch Nora, wie ich eben damals war. Und ich versuche, die euch jetzt mal einzublenden. Das Ding hier, das ist nämlich Papa sein, wie heißt das Ding? Reisepass. Und ja, da ist auch ein Ausweis drin. Und damit kann er sich dann auch ausweisen. Das ist nämlich sehr schön, so ein Ding. Ja, und damit kann man auch reisen. Jo, das war's eigentlich jetzt schon. Es hat mir sehr Spaß gemacht mit euch. Also, mein Papa liest auch gerade ein Buch. Das heißt 50 Klassiker. Das hat Ulrike Timm geschrieben. Und er ist gerade auf dieser Seite. Ja, das finde ich sehr schön, dieses Buch. Und ja, das empfehle ich weiter. Das ist auch sehr gut. Also wirklich, mein Papa macht es bestimmt auch Spaß zu lesen und man kann auch viel darüber erfahren, über die Musik und alles und so. Es ist alles schön so. Mir gefällt er sehr gut hier, denn der Pool, wo wir dann vielleicht noch hingehen werden, aber das weiß ich noch nicht, der ist so schön erfrischend. Nee, das kann man nicht glauben. Also sowas Gutes habe ich echt noch nie gesehen. Aber hier ist es auch sehr heiß, ne? Ja, da wurde mein Papa leider das Portemonnaie geklaut. Aber ich habe das ja euch erzählt. Griechischer Mann. Griechischer Mann. Komm, schenk mir ein. Was ist denn jetzt schon wieder los? Die kommt gar nicht nach, die Kamera. Wake me, wake me, our friend, wake me. Aber auf jeden Fall war ich, so war ich als Kind und ich habe dauernd irgendwas gespielt und wollte das werden und der sein und irgendwie was weiß ich was. Als ich YouTube entdeckt habe, 6. 7. Klasse, habe ich angefangen, meine ersten richtigen Videos zu machen. Allerdings waren die auf Englisch, also waren sie nicht richtig, aber naja. Und es waren dann so komische Sachen über Stars und so Zeugs. Und es war keine gute Qualität, ich habe nur Mist geredet, hatte keine richtigen Themen, keine Zuschauer, also es war eigentlich nur Müll. Und es gab auch viele Leute an meiner Schule, die sich drüber lustig gemacht haben. Und das hat mich dann zum Aufhören bewegt. Ich habe dann auch halt eben teilweise, das war glaube ich 8. Klasse, 7. 8. eben auch deutsche Videos gemacht und die kamen auch nicht gut an. Ich habe auch andere Themen angesprochen und so weiter und so fort. Auch eben private, persönliche Videos, die eigentlich auch privat gestellt wurden, aber dann doch entdeckt wurden. Und das war eben nicht gewollt. Und ja, aber ich habe das geschafft, drüber hinwegzukommen und ja. Obwohl ich zu der Zeit sehr gehasst wurde von sehr vielen Leuten. Dann habe ich eben aufgehört. Das war eben in der 8. Klasse und dann habe ich aufgehört, nachdem das mit Knie passiert ist und so weiter. Und dann richtig jetzt wieder neu angefangen habe ich in der 9. Klasse am 21.10., wo dieser Kanal entstanden ist. Ich hatte auch 1000 andere Kanäle. Ne? Dieser ist mein letzter, aber ihr kennt ja meine ganzen Kanäle nicht. Aber was meine Kanäle waren, erzähle ich euch am Ende. Als ich dann nur angefangen hatte in der
Jetzt 9. Klasse, letztes Jahr kam, als ich das so ein bisschen so rum erzählt habe, so ein bisschen schüchtern, so, ich habe YouTube gemacht und so, kam eigentlich größtenteils positive Resonanz. Na klar, haben die Leute ein bisschen gelacht und so, aber ich meine, das gehört auch irgendwie dazu und ich habe mich auch irgendwie eingestellt und irgendwie konnte mich nichts mehr so richtig erschüttern. Ich hatte meinen Tiefpunkt schon erlebt, das ganze Mobbing und Zeug und ich dachte mir, jetzt stehst du über den Sachen, jetzt ziehst du das durch, es macht dir Spaß und du bist jetzt richtig dabei. Und die manche Leute haben drüber gelacht, es haben auch viele Jungs geguckt, viele haben mich drauf angeschrieben und so weiter. Aber ich habe mich immer irgendwie damit abgefunden und mein Freund, den ich dann auch, ich bin 3 Tage später mit ihm zusammengekommen, also am 21.10. habe ich den Kanal, glaube ich, gemacht, oder am 20. und am 24. sind wir zusammengekommen. Und der war eigentlich auch immer sehr positiv gegenüber dem allem, also ihm war es auch nicht direkt peinlich oder so. Wenn manche in der Schule drüber gelacht haben, hat er einfach mitgelacht, aber das hat mir auch nichts Großes ausgemacht, weil ich stand einfach hinter den Dingen. Und das sollte auch jeder machen, der mit YouTube anfängt. Aber wenn ihr mit YouTube anfangen wollt, könnt ihr mir das schreiben. Dann kann ich auch nochmal ein extra Video dazu machen. Meine Tipps und so weiter. So, mit dieser ganzen positiven Resonanz kam dann auch meine Motiviertheit und einfach der Wille weiterzumachen und Neues zu erleben. Und es kamen auch immer mehr Abonnenten. Es ging jetzt nicht gleich so boom, 10.000 Abonnenten, aber wie ihr schon seht, es steigt langsam auf. Ich habe jetzt ca. 370 oder so, wo ich das letzte Mal geguckt habe und ich freue mich wirklich über jeden neuen Abonnenten und bin sehr dankbar. Und ja. Was sich bei mir an YouTube verbessert hat, und bei mir persönlich durch YouTube, ist auf jeden Fall meine Sprache und Ausdrucksweise. Also ich habe früher wirklich sehr schnell gesprochen und auch viel unverständlich. Ich finde, ich rede immer noch schnell, aber ein bisschen verständlicher. Ich weiß nicht, ob ihr das so seht, aber ich merke das. Ich merke das auch selber in meinem privaten Leben. Ich kann besser reden mit Menschen. Das war eben früher nicht so. Außerdem bin ich offener geworden, selbstbewusster, alles mögliche. Leute kommen auf mich zu, sagen mir, hey, wir mögen deine Videos. Und ich so, oh, danke. Das ist jetzt vor kurzem wieder passiert in der Schule und ich habe mich so gefreut. Danke an euch 2 Mädels, ihr wart so süß. Man wird einfach viel offener und selbstbewusster und man liebt das Leben einfach mehr. Also das ist bei mir so, ich habe einfach mein Leben zu schätzen, gelernt zu wissen. Wie sagt man das? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, bin einfach glücklich über, hier ist ein Loch, oh yeah. Einfach glücklich über alles, was mir passiert. Dann gibt es natürlich die negativen Kommentare. Allerdings muss ich euch leider enttäuschen, ihr Hater. Macht mir nicht wirklich was aus. Wie gesagt, ich bin durch einige Hater-Kommentare bei meinen früheren Videos und die haben mich damals sehr geschockt. Aber jetzt bin ich so mehr und ich versuche immer eine lustige Antwort zu geben. Zum Beispiel irgendwie, da hat jemand mal geschrieben, unter das Video mit Rebecca hat jemand geschrieben, ihr seid ja peinlich, aber seid mit T. Wisst ihr es? So seid da und da. Und ich so als Antwort, seid das Richtige seid, mit D und so ein Sternchen und dann so Zwinker und bla bla bla. Und naja, der hat sich nicht wieder gemeldet. Und ey, ja, wenn dann wirklich was richtig Böses ist, wenn jemand zu dir sagt, Schlamp oder so, einfach blocken und ignorieren. Man muss einfach immer wissen, dass sobald man den Laptop zuklappt, dass auch alles weg ist. Das weiß ich auch. Und wenn irgendwas ganz Schlimmes passiert, ich meine, es ist auch nicht mein Leben, wisst ihr? Ich kann auch mit YouTube aufhören und ich habe trotzdem noch meine ganzen Freunde und mein Freund und meine Familie, die immer für mich da sein werden. Und weil ich gerade von meiner Familie rede, meine Mutter hat ja früher mal gesagt, ja, du könntest das doch auch immer machen und so. Und dann habe ich angefangen. Ich habe sie aber nicht gleich erzählt, dass ich YouTube mache. Und irgendwann habe ich sie dann doch erzählt und sie war irgendwie glücklich darüber. Sie war nicht böse. Also sie war einfach, oh Nora, das ist ja schön, dass du das machst und mach weiter. Und dann habe ich ihr ein paar Videos gezeigt und irgendwie war sie auch stolz und das hat mich sehr gefreut. Und ja. Man sollte sowas nie geheim halten vor seinen Eltern, aber auch immer gucken, ob die das auch wirklich wollen, dass ihr euch irgendwo hinstellt, weil es ist jetzt ja nichts Normales, ne? Man ist ja schon irgendwie präsent. Genau. Das war's erstmal mit meiner YouTube-Story und jetzt sage ich euch noch ein paar von meinen alten Kanälen. Haltet euch fest. Ich hab's mir aufgeschrieben. Also, She Loves Hollywood. Nunu Loves Demi. Nunu and the Stars. Der A Nano. Running Rainbow 18. Nora 18. Oder 18, wie ihr es auch immer sagen wollt.
Und ich verlinke euch all diese Kanäle unten in der Infobox. Ich glaube, zum Teil existieren die sogar noch wirklich. Und da könnt ihr euch mal ansehen, was ich so fabriziert habe. Bestimmt sind auch noch alte Favoriten, die man sehen kann. Ja. Gut, das war es erstmal von meinem Video. Ich bin jetzt voller positiver Energie und will wieder gesund werden und neue Videos für euch drehen. Wenn ihr noch mehr Videowünsche habt oder sonstiges, schreibt es mir alles unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Nicht so wie ich. Ciao. Das war mein kleiner Bericht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht hier. Und ja, wir müssen jetzt leider gehen. Und das ist, finde ich, sehr schade. Und ja. Tschüss sagen. Tschüss. Von der ganzen Sache hier. Und vielleicht machen wir noch einen. Ja, tschüss.